Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Das wisst ihr natürlich nach der Einleitung schon längst. Ihr wisst sogar schon den Titel des Videos, den weiß ich noch nicht, weil den mache ich immer erst nach der Aufnahme und mit der fange ich ja gerade erst an. Die Aufnahme, die wir heute machen, Maximilian und ich ist das, mein deutscher Bruder Maximilian aus Magdeburg und ich, ist die vierte Lesung des Heiligen Lexikons über Maria. Zur Vorbereitung des Buches oder zur Vorbereitung der Lesung des Buches eine für alle, alle für eine Himmelskönigin. Und also nach dem Originalbuch Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, das da Maximilian sich ja bereit erklärt hat zu übersetzen. Aber wer mich ein wenig länger kennt als dieses Video, der weiß inzwischen, dass wenn ich Buchlesungen mache, dass ich die zumindest in den letzten Jahren sehr gründlich recherchiere. Und dass ich immer noch Wert drauf lege auf extra Informationen dabei. Und deswegen werden wir heute in dem Heiligen Lexikon wahrscheinlich auch nicht weit kommen, weil ich habe wieder was extra Informationen ausgegraben, die ich wichtig finde. Weil, wenn wir das Buch dann anfangen zu lesen, das absolut seine Berechtigung hat und wo niemand an der Ehrlichkeit und der Echtheit des Buches zweifelt, das ist gar nicht der Punkt. Aber dann haben wir ein Fundament gelegt. Ein Fundament, in dem wir beweisen, dass die römisch-katholische Kirche all ihre Dogmen aufbaut auf Legenden, auf Märchen, auf Geschichten und Tradition und nicht auf dem, was verifierbar, also nachkontrollierbar ist aus der Bibel. Das ist der ganz große Unterschied zwischen bibeltreuer Christ zu sein und ein treuer Katholik zu sein. Ich habe nichts gegen treue Katholiken, ich sage es nochmal ganz deutlich, dass ihr mich nicht missversteht. Aber diese Videos sind dafür da, um den Katholiken ganz deutlich aufzuzeigen, wie betrogen sie von der Hierarchie werden, der sie sich unterstellen. Ich kann es nicht anders sagen, ich will es nicht anders sagen und ich werde es nicht anders sagen. Und wer die Wahrheit nicht hören will, der muss eben seine Ohren zumachen. Ich antworte hier mit der Bibel, bin ich etwa dein Feind geworden, weil ich dir die Wahrheit sage? Wenn du mich als Feind betrachtest, weil ich dir die Wahrheit sage und dir die Wahrheit dir nicht gefällt, dann geh woanders hin. Dann bist du auf dem Kanal Stunde der Wahrheit falsch. Dann hast du da nichts zu suchen. So, aber einer, der da was zu suchen hat, ist Bruder Max und den möchte ich dann doch eben herzlich willkommen heißen zur Lesung heute Abend. Hallo Max. Hallo Jörg, ich freue mich wieder dabei sein zu können und ja, bin gespannt, wie wir jetzt weiter vorgehen in dem Heiligen Lexikon, wo wir noch nicht ganz fertig mit waren. Du hast den Punkt ja kurz angebracht, dass du dann, wenn man zu dem Thema sich Sachen raussucht oder tiefer studiert, dann immer noch auf wichtige Dinge stößt, die wahrscheinlich auch interessant sein könnten im Lichte der Wahrheit. Und ich bin da ganz bei dir, denn ich denke auch, dass je gründlicher man etwas untersucht oder sagen wir mal eine gewisse Grundlage sich schafft, ja, desto besser man die Dinge dann auch versteht im Nachhinein, desto besser erschließt sich dann einem auch wieder der Zusammenhang, wo man also dann immer wieder auch feststellt, man kommt von dem einen wieder aufs andere Thema und es gibt einfach generell, wenn man das alles im Lichte der Bibel analysiert, einen erhellenden Blick auf die Dinge, ne? So generell allgemein gesprochen. Und daher denke ich und halte ich das für sehr wichtig, dass wir das tun. Ja, in dem Sinne freue ich mich jetzt auf die Lesung und ja, gebe dir wieder das Wort, Jörg. Danke. Ich finde auch, Bruder, dass das zu einer gründlichen Vorbereitung dazugehört, dass man nicht eben einfach nur die Dinge hinnimmt, wie sie da stehen, weil es ist ja nicht, weil etwas geschrieben steht in einem Buch oder was, dass es deswegen in Stein geschrieben ist, ja. Das Einzige, was für mich wichtig ist, was jemals in Stein geschrieben wurde auf dieser Welt, das sind die 10 Gebote, die Mose auf den Tafeln vom Berg Sinai heruntergebracht hat, Vorder- und Rückseite beschrieben mit dem Finger Gottes selber, das ist in Stein gehauen oder in Stein geschrieben mit dem Finger Gottes selber, das zweifle ich nicht an, aber alles andere ist von Menschen geschrieben und alles, was von Menschen geschrieben ist, muss man eben ein wenig kontrollieren und je mehr Brunnen man dabei herbeizieht, desto glaubwürdiger ist das nachher, weil wenn ich mich hier hinstelle und sage, ja, wisst ihr was, also ich lese jetzt das Buch, Könige von Rom, Königin des Islam, Königin von allen. Und wir wollen einfach mal lesen, was da drin steht, aber wir werden die Quellen nicht verifizieren, also nachchecken. Oder wir werden nicht nochmal schauen, ob es nicht noch andere Quellen gibt, die ähnliche Dinge behaupten. Oder wir werden nicht die Geschichte der ganzen Maria-Geschichte überhaupt ein wenig kontrollieren.
dann finde ich das persönlich unglaubwürdig. Und wenn ich eins nicht sein möchte, dann ist es unglaubwürdig. Weil wenn ich unglaubwürdig bin, dann ist die Bibel, die ich im Allgemeinen lehre, eben auch unglaubwürdig. Weil die Leute ja wohl wissen inzwischen, dass Stunde der Wahrheit dafür steht, dass ich mich mit der Bibel identifiziere. Die Bibel ist für mich genau dasselbe, wie es für Martin Luther war. Nämlich die höchste Autorität meines Gewissens. Das ist das Wort Gottes. Ja? Für mich zählt nichts anderes. Und für Max zählt auch nichts anderes. Und wenn wir beide uns engagieren, ein Buch zu lesen, dann wollen wir auch davon ausgehen, dass in diesem Buch nur die Wahrheit geschrieben wird. Das war in dem ersten Buch, das Maximilian damals übersetzt hat aus dem Englischen, Romanismus und die Reformation von Henry Grettingen, das ist von 1888 der Fall. Und das ist auch in diesem Buch, das von 2006 ist und sehr viel neuer ist und ein ganz anderes Thema behandelt, auch der Fall. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, noch einmal kurz bevor wir in die Lesung überhaupt reingehen, und das mache ich jetzt auch hier in dieser Lesung jetzt zum letzten Mal, das so zu benachdrucken, nochmal deutlich den Schwerpunkt drauf zu legen, Leute, ich sage immer, tut eure eigenen Untersuchungen anstellen, also macht eure eigenen Research, eure eigenen Untersuchungen, schaut die Dinge selbst nach, verifiert alles an der Bibel, tut so, wie in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 geschrieben steht, alle Dinge in dieser Welt messen an der Bibel, um zu sehen, ob sie auch so sind, wie die guten Berührer das getan haben. Und wenn ich das von anderen verlange oder von anderen dazu auffordere, das zu machen, muss ich das auch selbst machen. Und deswegen verlange ich das von Max so, und der tut es auch, und deswegen verlange ich das von mir auch. Und diese Standards, die ich dann an mich selbst stelle, die kann ich dann auch an andere stellen. Und ich gebe mich erst zufrieden, wenn ich aus verschiedenen Quellen, und dann auch noch weiß, welche Quellen das sind, immer wieder eine Bestätigung finde der Lehre. Und das, was in dem Buch, was wir dann später lesen werden, beschrieben ist, ist fundiert in all diesen ganzen Dingen, die wir jetzt lesen. In diesem heiligen Lexikon von Maria und in dem Extraartikel, den wir gleich noch lesen werden und in dem Extraartikel, den wir danach lesen werden. Es wird, das ist meine Schätzung, es wird zwischen 7 und 10 Sendungen dauern, bevor wir überhaupt mit dem Buch beginnen. Ja, da wächst ein wenig die Vorfreude, aber auf der anderen Seite wisst ihr auch, ey, wenn die dann das Buch lesen, dann wissen die zumindest, worüber sie sprechen. Und wir, die wir zuhören, wissen auch, dass das, was in dem Buch steht, bereits vorher bestätigt wurde aus anderen Schriften. Und das ist nun mal wichtig. So, jetzt aber wirklich, fangen wir an. Ja, das geht wieder, ganz kurz nur noch, das geht ja auch mit dem einher, was du auch angeholt hast, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir hier absolut nichts gegen Katholiken haben. Ja, wo wir uns jetzt auch mit der Doktrin weiterhin jetzt befassen werden, von der römisch-katholischen Kirche selbst. Und wir dann gewisse Aussagen treffen darüber, dass es eben Quatsch ist oder dergleichen. Wir haben nichts gegen Katholiken an sich. Ja, das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da angeholt hast, Jörg. Aber wir haben uns ja hier halt der Wahrheit verschrieben, sprich der Bibel. Also der Wahrheit und der Wahrheit alleine oder der Bibel und der Bibel alleine. Und demnach ist es unsere Pflicht, in diesem Sinne einfach so auch deutlichst darauf hinzuweisen, mit was wir es zu tun haben. Also das jetzt nur nochmal vorweg. Richtig, nee, absolut richtig, weil es ist ja gerade eben, weil wir Katholiken lieben, oh, ich muss gleich niesen, glaube ich, kriege eine Erkältung. Ich probiere mein Mikrofon rechtzeitig auszuschalten. Es ist gerade, weil wir Katholiken lieben, dass wir diese Sendung machen. Ich meine, ich mache doch so eine Sendung über die Maria, mache ich doch nicht für einen Protestanten. Ein Protestant, der gibt keine Ehre an Maria, der betet kein Ave Maria, der betet keinen Rosenkranz, der weiß, dass Maria keine Mitvermittlerin mit Jesus Christus ist, der weiß, dass Maria keine Miterlöserin mit Jesus Christus ist. Es sind die Katholiken, an die wir uns hiermit richten. Ja? Im Grunde ist das ein bisschen so, wie Richard Bennett das immer gemacht hat. Gott hab ihn selig. Er ist am 23. September, also vor knapp 14 Tagen, verstorben. Und Richard Bennett war 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche als Priester, war auf Jesuitenschulen ausgebildet und hat durch die Gnade Gottes die Errettung in Jesus Christus gefunden und hat danach sein Leben lang daran im Grunde gewidmet, um Katholiken davon zu überzeugen, dass sie verkehrt sind, dass sie einer verkehrten Religion folgen. Und das tue ich auch. Das ist nicht meine einzige Aufgabe, aber das ist mit meiner Aufgabe. Aber ich tue es auf eine andere Art und Weise. Ich bin kein Richard Bennett, genauso wenig wie ich ein Martin Luther bin oder ein Henry Gretton Guinness oder ein James Edgar Wiley oder ein Ralph Woodrow oder ein Alexander Hislop. Ich bin Jörg und ich mache die Dinge auf meine Art und Weise. Ich mache die Dinge, wie mir sie der Geist eingibt. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Lehre hauptsächlich an Katholiken gerichtet ist. Und auch wenn wir hier dann vielleicht hier und da an den einigen Stellen vielleicht mal ein wenig lachen, weil das einfach auch
lacherweckend ist, was man hier liest, dann ist das nicht, dass wir uns darüber lustig machen, aber dass wir sagen, schaut, so lächerlich ist das. Wie kann man so etwas glauben und für Wahrheit nehmen, wo es keinen biblischen Hintergrund hat? Und das ist genau das, worauf wir hinkommen jetzt. Unter dem Untertitel Verehrung in dem Maria-Lexikon-Artikel steht, sowohl die Ost- wie auch die Westkirche, ne, also wir sprechen über die Ostkirche, über die orthodoxe und Westkirche, über die römisch-katholische Kirche, besser gesagt, in diesem Fall zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert sprechen wir über die Kirche von Konstantinopel, die neu aufgerichtet wurde, im Grunde durch den Kaiser Konstantin, der ja dann am Anfang des 4. Jahrhunderts den Sitz des römischen Kaisers von Rom nach Konstantinopel gelegt hat und da natürlich seinen eigenen Hohepriester hatte oder Bischof hatte, und die Westkirche, die in Rom den Bischof von Rom hatte. Also sowohl die Ost- wie auch die Westkirche führte zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert eine Reihe von Marienfesten ein. Also 400 bis 700 Jahre, nachdem diejenige überhaupt schon verstorben war, führen die auf einmal Marienfeste ein. Und zwar Feste, die sich auf spezielle Ereignisse im Leben der Jungfrau bezogen. Nun, wenn wir die Bibel hier zu Rate nehmen, und das sollte man ja, wie gesagt, immer tun, dann stellen wir fest, dass in der Bibel über die Jungfrau Maria nicht viel drinsteht. Deswegen steht hier, dabei standen die wundersame Empfängnis und die im Protevangelium oder Protoevangelium des Jakobus und im Pseudo-Matthäus-Evangelium beschriebene Geburt Marias am 8. September, die Verkündigung am 25. März, ne, also da geht es um die Verkündigung des Erzengels Gabriel, sowie Marias Tod und ihre Himmelfahrt am 15. August im Mittelpunkt. Nun ist natürlich die Frage, wenn ich diesen Text hier lese, von ja, was ist denn bitte schon ein Protevangelium? Da musste ich dann erstmal lachen wegen dem Namen Protevangelium, weil ich spreche auch Niederländisch, wie ihr wisst. Und das Wort Prot, P-R-O-T, das heißt zu protten, in Flämisch sagt man das, te protte, das ist ein Pupslassen. Also, das heißt hier das Pupsevangelium. Das ja? ist ja auch lustig, ja. Im Flämischen. Ich habe das dann so übersetzt, das ist für einen Arsch. Ja. Aber schauen wir es uns mal an. Protevangelium, da habe ich dann gefunden auf Wikipedia einen Artikel drüber, über das Prot- oder Protoevangelium. Es wird wirklich beides gebraucht. Proto oder, wie ihr seht hier, Protevangelium. Also ich mache mich da nicht lustig drüber, das ist eine offizielle Bezeichnung. Beides wird gebraucht. Das Prot- of Protoevangelium des Jakobus. Na, wie gesagt, dann müssen wir das ja mal lesen. Weil das sagt uns dann ja wahrscheinlich so einiges aus über, wo die römisch-katholische Kirche ihre, zwischen Anführungszeichen, Kenntnis her hat von Lebensumständen der Maria, die nicht in der Bibel stehen. Und wir hatten ja bereits ein paar Dinge angesprochen. Und jetzt gehen wir da nochmal ein wenig tiefer drauf ein mit diesem Wikipedia-Artikel. Also was ich jetzt hier vorlese, ist der uneditierte Wikipedia-Artikel. Also das ist offizielle Lehre. Kann jeder im Internet nachforschen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist kein Witz von Jörg oder Max oder Maximilian. Das kann jeder so im Internet nachlesen. Ja? Der Artikel ist hier, Wikipedia.org, Wikiprotoevangelium des Jakobus, wie ihr seht. Der Link, den werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos dazu beigeben. Entschuldigung, ich bekomme eine Erkältung. Da kann es mal passieren, dass man niesen muss oder schwierig atmet, von daher. Okay. Also, Protoevangelium des Jakobus. Das sogenannte Protoevangelium des Jakobus ist eine frühchristliche Schrift, die vermutlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden ist. So, jeder, der ein bibeltreuer Christ ist, weiß, dass die Bibel abgeschlossen wurde im Jahr 95, 96 nach Christus, wo Johannes auf der Insel Patmos, wo er im Exil lebte, die Offenbarung von Jesus Christus erfahren hat und damit die Schrift abgeschlossen hat. Diese frühchristliche Schrift vermutlich entstand erst Mitte des 2. Jahrhunderts, also mindestens 50 Jahre, nachdem die Bibel im Grunde offiziell abgeschlossen war. Der neuzeitliche Titel leitet sich vom griechischen Protos, das heißt erst oder anfangs her, und kann mit Vorevangelium übersetzt werden. Das Protoevangelium des Jakobus schildert nicht das Leben Jesu Christi. Nein, es ist ein Marienleben.
Es greift vor die Geburt Jesu zurück und erzählt ausführlich von der Herkunft Marias, der Mutter Jesu. Auf diese Weise kommt es dem Wunsch, ja, wessen Wunsch, bitteschön, nach zusätzlichen Informationen über Maria, über die spärlichen Stellen in den vier kanonischen Evangelien hinaus, entgegen. Wer hat denn den Wunsch, über die kanonischen Evangelien hinaus unbedingt etwas über Maria zu erfahren? Ein bibelgläubiger Christ, wenn er sich dann außerhalb der Bibel bewegen muss, oder jemand, der seinen Glauben lieber auf menschlicher Tradition aufbaut? Das ist eine ganz seriöse Frage, die ich hier stelle. Ja? Also ich persönlich beantworte die auf die Art und Weise, dass es nicht ein bibelgläubiger Christ ist. Die Schrift war in der gesamten Kirche sehr populär. Ne? Also die Schrift dieses Proto-Evangeliums von Jakobus, ne? Nicht die Heilige Schrift. Die Schrift war in der gesamten Kirche sehr populär, wurde aber nicht in den Kanon der biblischen Schriften aufgenommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, von ja, warum wurde das denn nicht aufgenommen? Und da ist eine ganz einfache, undiskutierbare, ganz schnelle Antwort bei. Aus dem einfachen Grund, weil die 66 Bücher des Alten und Neuen Testaments in der Bibel von Gott ordiniert waren, die da reinkommen. Punkt aus. Und etwas anderes kam da nicht raus rein. Das hat Gott bestimmt. Wenn später der Mensch andere Bücher dazugefügt hat, wie eben die Apokryphen und solche Bücher hier, dann ist es der Mensch. Aber Gott hat bestimmt, dass 66 Bücher da drin sind. 39 im Alten und 27 im Neuen Testament. Und die Bücher, die da drin sind, in der Schlachter 2000, die ihr lesen könnt, in der 1611 King James Bibel, das sind die Bücher, die da reingehören. Alles andere gehört da nicht rein. Übrigens, Max, du weißt, dass du immer gerne eingreifen kannst mit Kommentaren oder Fragen, ja, oder so, ne? Klar. Gut. Das Inhaltsverzeichnis lassen wir eben liegen, das werden wir ja sehen, wenn wir weiterlesen. Also wir reden erstmal über den Verfasser, die Entstehungszeit und den Entstehungsort dieses Jakobus-Proto-Evangeliums. Der vermutlich ursprüngliche Name der Schrift ist Geburt der Maria. Sie wird im Untertitel der ältesten erhaltenen Handschrift auch Offenbarung des Jakobus genannt. Ja, in der Bibel haben wir die Offenbarung des Johannes, wo er die Offenbarung von Jesu Christi niederschreibt. Und hier haben wir halt die Offenbarung des Jakobus, zweimal Offenbarung. Das ist auch wahrscheinlich ein Grund mit, weshalb das nicht in der Bibel da drin ist, weil eine Offenbarung gibt es eben nur einmal und keine zweimal. Der Titel, der sich heute eingebürgert hat, ist eine nachträgliche Bildung aus dem 16. Jahrhundert, die auf den französischen Jesuiten und Humanisten Guillaume Postel zurückgeht. Postel, der das Buch wiederentdeckte, was ein Zufall, dass das durch einen Jesuiten wiederentdeckt wurde, ins Lateinische übertrug und 1552 in Basel drucken ließ, hielt es für die verloren gegangene Vorgeschichte des Markus-Evangeliums. Die kirchliche Tradition schrieb die Autorschaft dem Herrenbruder Jakobus zu, als welcher sich der Verfasser ausgibt. Wir hatten ja bereits vorher darüber gesprochen, dass das Maria-Heiligen-Lexikon ja bezweifelt, dass Jesus Brüder hatte, sondern das waren ja angeblich von dem angetrauten Ehemann der Maria, Josef, Kinder aus erster Ehe, ne? Um Zweifel zu säen, ne? Und um die Lehre der ewigen Jungfrau aufrechtzuerhalten. Ja? Ganz kurz, Jörg, 1552 finde ich als solches auch ein interessantes Datum, weil das ja direkt zur Anfangszeit der Reformation an, oder sagen wir mal in den ersten Zügen der Reformation. Nein, der Konterreformation. 1552 fällt mitten in die Zeit des Konzils von Trient, 1545 bis 1563. Ja. Genau, genau. Die Reformation hatte angefangen 1517, 1520 hatten wir den Reichstag in Worms, 1529 in Augsburg, genau, 1530 das, 1555 dann den Westfälischen Frieden, der das befriedet hat. Also die Reformation war in vollem Gange, aber es ist vor allen Dingen die Konterreformation, die mit dem Konzil von Trient 1545 angefangen hat. Aber du hast recht, es ist sehr interessant, dass das eben eine der ersten Aktionen ist, lass uns mal sagen, die die Jesuiten in Gang setzen. Genau, ja, zu der Zeit, ja. Genau, ja, genau. Zu der Zeit. Kann man das sehen, ja. Also, die kirchliche Tradition schrieb die Autorschaft dem Herrenbruder Jakobus zu, als welcher sich der Verfasser ausgibt und damit eben bestätigt, dass die Bibel recht hat, wenn die Bibel behauptet,
Wir starten mal den Film hier nebenbei. Wenn die Bibel behauptet, dass der Herr Jesus Christus natürliche Halbbrüder, sage ich jetzt mal, hatte, da sie die Mutter gemein haben, aber nicht den Vater, da der Vater von Jesus nicht Josef war, sondern Gott, der Vater im Himmel, der Heilige Geist, durch den Heiligen Geist. Pseudo, das muss wohl heißen, so Pseudo, da wird nur ein Tippfehler sein, auf Wikipedia passiert das auch mal, pseudopigraphische oder pseudepigraphische, ich weiß nicht, ich kenne das Wort nicht, pseudepigraphische Verfasserangaben sind in der frühchristlichen Literatur nicht ungewöhnlich. Da der Inhalt die Kindheitsgeschichten des Matthäus- und Lukas-Evangeliums voraussetzt, war der Autor sicher kein Zeitgenosse Jesu. Ah, aber die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wurden dagegen nur von Zeitzeugen und Zeitgenossen Jesu Christi geschrieben. Ja? Der Autor hier war sicher kein Zeitgenosse Jesu und wird wegen seiner Unvertrautheit mit jüdischen Bräuchen oft für einen Heidenchristen gehalten. Und ein Heidenchrist ist ja im Grunde nichts Schlimmes, weil das ist ja einer, der sich aus dem Heidentum bekehrt hat zum Christentum. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Aber dass ein solcher dann Schriften macht und von diesen Schriften dann erwartet, dass sie in die Bibel kommen, das ist ja wieder eine andere Sache. Das Protoevangelium wurde in der Forschung lange Zeit als relativ jung angesehen und ins 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus datiert. Papyrifunde, also das sind alte Papyrusse, im 20. Jahrhundert habe diese Spätdatierung widerlegt. Heute wird die Entstehung der Schrift im Allgemeinen nicht vor 150 nach Christus angesetzt, also mehr als 50 Jahre nach Abschluss der Bibel auf der Insel Patmos durch Johannes. Sie kann aber auch nicht sehr viel später entstanden sein, da Clemens von Alexandrien, der 215 nach Christus verstarb, und Origenes, der 253-54 nach Christus verstarb, sie bereits offenbar kannten. Ja, was gibt's denn zu Clemens von Alexandrien und Origenes zu sagen? Da gehe ich jetzt nicht weit drauf ein, aber was diese beiden vom wahren Glauben hielten, das wissen wir aus früheren Lesungen von Babylon Mysterienreligion, wo wir in der Zeit von Konstantin darauf eingegangen sind, wo er über den Bischof von Konstantinopel Eusebius ja 50 Bibeln sich bestellt hat. Und wir wissen, dass diese Bibeln basieren auf den Schriften von Origenes und dass Origenes kein bibelgläubiger Christ war, sondern dass er jemand war, der die Gottheit Jesu Christi unter anderem geleugnet hat. Ja? Also, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, was wir hiervon zu halten haben. Die Kanonenbildung war zur Zeit der Abfassung noch nicht abgeschlossen. Also mit anderen Worten, die Bibel stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, zu dem Zeitpunkt um 150 nach Christus. Ja, das ist jetzt die Frage, wer das hier sagt. Das schreibt sich so leicht in Wikipedia, ja, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich gebe da nicht so viel Wert an diese Aussage, aus dem einfachen Grunde, weil wann die Kanonbildung auch abgeschlossen war, wann, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Kanonbildung dafür gesorgt hat, dass die 66 Bücher da drin sind, die wir heute als die Heilige Schrift kennen. Und da hat der Heilige Geist seine Finger im Spiel gehabt und niemand anders. Und da könnt ihr hier schreiben, dass die Kanonbildung abgeschlossen war oder nicht abgeschlossen war, dass das noch dazukommen könnte oder nicht. Und außerdem sind die ältesten Handschriften, es ist nicht, weil etwas älter ist, dass es darum besser ist oder originaler ist. Wenn die Lüge 2000 Jahre vorher geschrieben wurde und man entdeckt sie dann als uralte Schrift, dann ist es trotzdem keine Wahrheit, dann ist es vor 2000 Jahren eine Lüge gewesen, dann ist es heute immer noch eine Lüge. Ja? Vollkommen wurscht, wie alt die Papiere sind. Altertum und Originalität ist kein Garant für Wahrheitsinhalt. Ganz, ganz wichtig, um den Unterschied zu machen. Die römisch-katholische Kirche sagt ja in vielen alten Schriften, weshalb sie ja auch ihre eigenen Bibeln basiert auf dem Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus und Codex Alexandrinus, das sind alte Schriften, ja, weil diese Schriften eben so alt sind, deswegen sind sie eben auch so gut. Nein, sind sie nicht. Das sind alte, verfälschte Schriften. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, der Satz hier, die Kanonbildung war zur Zeit der Abfassung noch nicht abgeschlossen, das ist jetzt, um ein wenig Zweifel zu sehen bei Leuten, die das lesen, sagen, ah ja, gut, wenn die Kanonbildung noch nicht abgeschlossen war, dann hätte das ja vielleicht eigentlich noch mit reingepasst, aber da waren vielleicht Leute, die wollten das dann nicht unbedingt mit reinhaben. Also das ist Zweifel sehen, was hier passiert. Ja? Total unbegründete Zweifel sehen. Die älteste Handschrift des Protoevangeliums ist der griechische Papyrus Bodmer V, der aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christi Geburt stammt. Also, wir wissen, dass es um 150 nach Christus entstanden sein soll.
sein soll. Aber da originale Schriften von sind nicht mehr vorhanden. Die ältesten, die wir kennen, sind aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christi Geburt. Der Entstehungsort der Legendensammlung konnte bisher nicht ermittelt werden. Und genau das ist es, meine lieben Brüder und Schwestern. Das Protoevangelium des Jakobus ist nichts anderes als eine Legendensammlung. Wisst ihr, was eine berühmte deutsche Legende ist? Zum Beispiel die Nibelungensage. Das ist eine annehmbare altdeutsche Legende. Ist sie deswegen wahr? Nur weil ein Mensch im Drachenblut schwimmt, ist er deswegen unverletzlich? Legende eben, ne? Ein anderes Wort für Legende ist auch Märchen, nicht wahr? Und der Entstehungsort dieser Märchensammlung konnte bisher nicht ermittelt werden. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass der Text nicht in Palästina verfasst wurde. Also er kommt auch nicht aus der Gegend, wo die Originalschriften herkommen. So fehlen dem Verfasser Kenntnisse der geografischen Verhältnisse Palästinas, also zum Beispiel der Lage von Judäa und Galiläa. Und er kennt die jüdischen Vorschriften und Gepflogenheiten nur mangelhaft. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir das Neue Testament lesen, und wir gehen jetzt mal aus dem Evangelium und der Apostelgeschichte raus und wir beschäftigen uns lediglich mit den Episteln von Paulus, Jakobus, Judas, Johannes und Petrus, also alle anderen Schriftsteller und Lukas, der ja auch noch einen Brief geschrieben hat später, wir beschäftigen uns damit, dann wissen wir ganz deutlich, dass die alle jüdischen Vorschriften kannten und auch wenn nötig diese sogar angeprangert haben. Weil Paulus ja zum Beispiel eben auch zu Petrus sagte, dass er nicht judaisieren soll. Ja? Paulus hat Petrus vorgeworfen, dass er judaisiert. Und das kann man nur machen, wenn man die jüdischen Vorschriften und Gepflogenheiten sehr gut kennt. Dieser Verfasser hat da keine Kenntnisse von. Das sollte die Zweifel an der göttlich ordinierten Originalität dieser Schreiben schon mal anfachen. Der Inhalt. Die Schrift hat 25 Kapitel. Jedes Kapitel durchschnittlich 3 Verse. Ja, das ist schon mal sehr besonders. Ne? Ich kenne kein einziges Buch in der ganzen Bibel, das 25 Kapitel hat und jedes Kapitel besteht aus durchschnittlich nur 3 Versen. Kenne ich nicht. Gattungsmäßig, also es ist dann vom Aufbau her schon mal ein ganz anderes Evangelium. Es ist von daher schon mal ein ganz anderes Buch, schon mal ganz anders aufgebaut. 25 Kapitel, aber jedes nur 3 Verse, ist sehr ungewöhnlich im Vergleich zu all den anderen biblischen Schriften. Und von daher eben auch ein Grund, dass es eben nicht in die Bibel aufgenommen wurde. Gattungsmäßig handelt es sich nicht um ein Evangelium, sondern einen Kranz von Legenden über das Leben Marias im Vorfeld der im Neuen Testament geschilderten Ereignisse, auf welche die Handlung hinausläuft. Gewissermaßen ein Prequel, ja, also ein Vorläufer eben der kanonischen Evangelien. Also mit anderen Worten, das Neue Testament hätte nicht mit Matthäus beginnen sollen, sondern hätte beginnen sollen mit dem Protoevangelium des Jakobus. Das steht hier in anderen Worten ganz deutlich geschrieben. Berichtet werden unter Aufnahme alttestamentlicher Motive unter anderem die wunderbare Geburt Marias, ich mache das extra ein wenig sarkastisch, entschuldigt bitte, als Tochter von Anna und Joachim, ihre Jugend als Tempeljungfrau in der Obhut der Priester im Jerusalemer Tempel und ihre Übergabe an Josef. In der Bibel, meine lieben Brüder und Schwestern, lesen wir nichts davon, dass Maria Josef übergeben wurde. In der Bibel lesen wir, dass die beiden miteinander verlobt waren. Demnach suchten die Priester einen Ehemann für Maria aus, der sie jungfräulich behüten sollte, als sie mit Erreichen der Pubertät den Tempel verlassen musste. Jetzt muss ich doch mal eben eine Frage stellen und vielleicht kann mir der Max ja die beantworten. Die Priester suchten einen Ehemann für Maria aus, der sie jungfräulich behüten sollte, als sie mit Erreichen der Pubertät den Tempel verlassen musste. Warum sollte Maria jungfräulich behütet sein, wo doch ihre Rolle bis zu dem Zeitpunkt der Verkündung, der ja erst später stattfand, noch überhaupt nicht bekannt war?
Bis dahin war sie eine ganz normale junge Frau. Ja, so sehe ich das zumindest. Aber vielleicht kann Max ja mal ein bisschen seine Meinung dazu geben und vielleicht auch ein wenig die widerspiegeln, die der Zuschauer beim Sehen und Hören dieses Videos hat. Warum sollten die Priester einen Ehemann für Maria aussuchen, der sie jungfräulich behüten sollte? Wenn man einen Ehemann für eine Frau aussucht, was steht denn in der Bibel geschrieben? Mann und Frau werden eins sein, sie werden ein Fleisch sein. Da steht nichts von jungfräulich behüten drin, wenn man heiratet. Da geht es ja hier drum, einen Mann für die Heirat aussuchen, gehe ich mal von aus. Warum sollte man eine junge Frau hier einen Mann für aussuchen, der sie jungfräulich behütet? Warum? Weil dass Maria später vom Engel auserwählt wird oder von Gott auserwählt wird, um den menschlichen Körper Jesu Christi auf diese Erde zu bringen, das steht doch hier zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht fest. Na Max, hast du da irgendwelche Erkenntnisse drüber? Das macht überhaupt auch keinen Sinn. Biblisch beleuchtet, finde ich, macht das eigentlich gar keinen Sinn. Zumal in der Bibel sonst auch nicht auftaucht, dass Priester eine junge Frau jungfräulich behüten, um sie dann irgendwie einem Ehemann zu übergeben. Also das ist halt ein... Das ist halt etwas, das so jetzt als Hergang in der Bibel kein einziges Mal auftaucht. So, also nicht, dass mir das jetzt bekannt wäre. Wo es hingegen wiederum auftaucht, da fällt mir jetzt als erstes halt die römisch-katholische Kirche ein, wo halt Frauen zwischen Anführungszeichen jungfräulich behütet werden in sogenannten Nonnenklöstern. So als solches biblisch betrachtet halte ich das für, ja, was ja schon gesagt wurde, was es ist, nämlich eine Legende oder ein Märchen vielmehr. Ne? Und für mich riecht das verdächtig nach, dass jemand also die Bibel gelesen hat und dem Wunsch gemäß, wie wir ja anfangs gelesen haben, da eine Geschichte zu gedichtet hat, ja, die dann also bis zu dem Zeitpunkt der biblisch belegten Historie führt. Ja? Weißt du, wie man sowas nennt, wenn so etwas passiert? Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Okay. Also mit anderen Worten, du hast es im Grunde sehr gut verwortet. Du sagst von, ja, später, die Leute hatten die Bibel gelesen, die wussten, was Maria dann für eine Frau war. Ja. Und deswegen biegen sie die Geschichte vorher da so hin, dass sie die Frau wird, die sie wurde. So, wenn ich das mache, dann ist das keine Prophezeiung, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist genau wie wenn ich prophezeie, ich fahre morgen mit meinem Auto zum Bahnhof von Löwen. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich setze mich dann ins Auto und fahre dahin. Ah, ich bin ein Prophet, weißt du? Nee. Genau. Ja. Und das ist hier genau dasselbe. Weil sie die Geschichte bereits kennen, erfinden sie davor eine Geschichte und sorgen dafür, dass die Geschichte davor genau dazu führt, dass dann das, was wirklich passiert ist, sich auch erfüllt. Weil es würde nur Sinn machen, wenn die Priester einen Ehemann für Maria aussuchen, der sie jungfräulich behüten sollte, weil sie eine Botschaft von Gott erhalten haben oder hätten, dass Maria ausgewählt wurde. Das heißt, die Verkündigung, die wir ja erst im Lukas-Evangelium lesen, findet hier schon vorher statt. Ja, Maria wird ja eindeutig zugepasst auf einen Wunsch, ja, der meines Erachtens nach eindeutig aus der römisch-katholischen Doktrin herauskommen muss. So, also das jetzt so vom rein objektiven Lesen bis hierher. Ja. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir das verstehen. Ja. Dieses Schreiben ist entstanden mindestens 150 nach Christus. Also mindestens wahrscheinlich 60, 70, 80, länger, fast 100 Jahre nach dem Tod der Maria selbst. Und dann sagen sie hier, demnach suchten die Priester einen Ehemann für Maria aus. Da gibt es überhaupt keine geschichtliche Basis für. Die einzige geschichtliche Basis dafür, die es gibt, ist, dass die das in diesem Evangelium schreiben. Aber das Evangelium wurde lange danach geschrieben, nach all den anderen. Wenn ich dann die Geschichten kenne, dann kann ich dieses schreiben und kann sagen, und das muss jetzt nach vorne weggemacht werden. Wie gesagt, dieses Proto-Evangelium soll noch vor dem Matthäus-Evangelium stehen. Das wäre mit anderen Worten das fünfte Evangelium. Wo kennen wir denn die Zahl? Fünf her. Ja, genau. Muss ich da jetzt noch eine Zeichnung beimachen? Nee, aber vor allem wurde es ja dann auch 1552 von einem Jesuiten wiederentdeckt. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Ja, das kommt ja auch noch dazu, ja.
Ja. Es ist ja immer alles, was man sehen muss. Ja, ja. Ja. Okay. Aber ich hoffe, die Leute verstehen langsam, dass das alles, ja, eine verrohene Piepelung eines biblischen Verstandes sein soll. Nur ein wirklicher biblischer Verstand lässt sich nicht verrohene piepeln. Während der Hohepriester Zacharias betete, das ist also, Zacharias ist ja der Vater von Johannes dem Täufer, der Ehemann von Elisabeth und damit ein Cousin von Maria. Während der betete, erschien ihm ein Engel, der ihn aufforderte, die Witwe Israels zusammenzurufen. Jetzt wird's wirklich lustig. Jeder sollte einen Stab mitbringen und Gott werde ein Zeichen senden, wer Maria heiraten wird. Daraufhin sandten die Priester Boten nach Judäa und Josef warf mitten in der Arbeit sein Beil hin. Na, er war ja Tischler, wie wir aus dem Evangelium, aus dem wahren biblischen Evangelium wissen, und zog zum Tempel. Der Hohepriester nahm die Stäbe, welche die Witwe mitgebracht hatten, und betete mit ihnen im Tempel. Als er sie den Männern zurückgab, schlüpfte eine Taube aus Josefs Stab und setzte sich auf seinen Kopf. Dies war das Zeichen, dass Gott Josef zum Ehemann Marias erwählt hatte. Das ist doch völlig absurd. Entschuldige mal. Ich kann ja selbst meinen Lachen nicht einhalten hier. Also, entschuldige bitte mal. Der Hohepriester nahm die Stäbe, welche die Witwer mitgebracht hatten, und betete mit ihnen im Tempel. Das heißt, er betete mit den Stäben. Er betete nicht mit den Männern. Er betete mit den Stäben. Das heißt, er betet also Material an. Die Schöpfung. Ja? Irgendwelche Gegenstände, die irgendwelche Rituale verfüllen sollen. Das ist aber nicht sehr biblisch, nicht wahr? Nee, nur die Taube als Symbol ist ja wieder schon mal das Symbol, was wir halt wiederum aus der Bibel kennen, und die kennen wir nur ein einziges Mal aus der Bibel, wo sie halt Jesu Christi im Zeichen als Symbol des Heiligen Geistes auf ihn fährt, ja, oder auf ihn herniedersteigt. Und dass es hier jetzt wieder missbräuchlich gebraucht wird, um irgendwie etwas Göttliches darzustellen, ja, also das ist ja nur noch absurd hier, ne? Irgendwo. Also alleine schon, dass eine Taube aus Josefs Stab schlüpfte. Und sich dann auf seinen Kopf setzte. Ja. Also, wir wollen das ist halt so weit weg. Wir wollen noch keinen Witz. Von der Bibel. Ja. Ja, wir wollen noch keinen Witz über die Katholiken machen. Nee. Aber, Leute, kann man so etwas wirklich glauben? Ich meine, ganz ehrlich, wenn es in der Bibel stehen würde, dann würde ich es noch glauben. Aber weil die Bibel ein glaubwürdiges Buch ist, steht da so etwas nicht drin. Weil das auch absolut nicht göttlich ist, sondern das kommt alles aus dem Heidentum, was hier drin steht. Und deswegen steht sie in der Bibel drin. Vor allem so werden in der ganzen Bibel nicht irgendwie Ehemänner oder Ehefrauen erwählt von Gott, ja, sondern Ehemann und Ehefrau sind halt Mann und Frau, die sich erkennen im biblischen Sinne. Ne? Ja. So. Und nicht durch irgendwie eine Taube angezeigt, heirate diesen oder heirate jenen. Ja, so wirkt Gott nicht, also der Bibel nach. Deshalb ist das halt biblisch gesehen mal ganz weit weg, meiner Ansicht. Es gibt nicht viele Ehefrauen, die Gott ordiniert für die Männer hat. Die einzige, die mir auf Anhieb einfällt, ist Eva. Weil es war keine andere da. Ne? Ein bisschen was anderes, ja. Lesen wir mal weiter. Nach einer Darstellung der Verkündigung des Herrn, bei der Maria der Legende nach mit dem Nähen des Tempelvorgangs beschäftigt war, merkwürdig, ne? Maria näht den Tempelvorhang. Der Tempelvorhang findet in der Bibel eine sehr wichtige Erwähnung im Neuen Testament. Wisst ihr wo? Zur Zeit der Kreuzigung Jesu Christi. In dem Augenblick, wo Jesus Christus den Geist aufgibt, reißt der Tempelvorhang von oben nach unten vollständig auseinander und legt das Heiligste des Heiligen im Tempel bloß. Womit deutlich ist, dass Jesus, als er die Worte sprach, es ist vollbracht, genau das meinte, dass er die Erfüllung ist von Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27, dass er eben ein Ende bringt an die Opferungen, weil er das einzige von Gott akzeptierte Blutopfer
in der ganzen geschichtlichen Welt überhaupt, in der ganzen Geschichte der Welt überhaupt erst ist. Alle vorhergehenden Tieropfer waren nur ein Schatten, die Jesus Christus vorausging. Sein Blut ist das einzige Blut, das jemals irgendeine Sünde von irgendeinem Menschen wegwaschen kann. Deswegen wurde der Tempel nicht mehr gebraucht, deswegen sagt ja auch die Bibel, dass Gott nicht weiter in Tempeln von Steinen, von aus Männern zusammengebauten Steinen sich aufhält. Und der Tempel ist deswegen im Grunde entheiligt gewesen durch den Vorhang, der von oben nach unten einriss. Und das jetzt ausgerechnet hier in diesem Proto-Evangelium des Jakobus drinsteht, dass Maria mit dem Nähen des Tempelvorhangs beschäftigt war, finde ich schon einen merkwürdigen, zwischen Anführungszeichen, Zufall. Ja? Also, nochmal. Nach einer Darstellung der Verkündigung des Herrn, bei der Maria der Legende nach mit dem Nähen des Tempelvorhangs beschäftigt war, wird von der gottgewirkten Verteidigung Marias und ihres Verlobten gegen Unzuchtsvorwürfe jüdischer Schriftgelehrter nach ihrer Schwangerschaft erzählt. Marias und ihres Verlobten und gegen Unzuchtsvorwürfe jüdischer Schriftgelehrter. Wie können die Unzucht betreiben, wenn sie doch verheiratet sind? Nach der Geburt, also nach ihrer Schwangerschaft. Wir sprechen hier nach der Schwangerschaft von Jesus Christus. Wir sprechen hier nach der Geburt Jesu Christi. Gehe ich mal von aus. Der hohe Priester jedenfalls gibt Maria und Josef ein Prüfungswasser zu trinken, das ihre Unschuld erweist. Das ist etwas, das muss ich jetzt in die Fußnote gar nicht reinkommen. Das geht zurück auf die ersten Bücher Mose. Ich weiß jetzt nicht, ob es Levitikus ist oder Numeri. Da gibt es ein Ritual, wie ein Mann prüfen kann, ob seine Frau ihm treu gewesen ist oder nicht. Und da gibt es eine Art Prüfungswasser. Das ist biblisch. Ja? Also der hohe Priester gibt Maria und Josef ein Prüfungswasser zu trinken, das ihre Unschuld beweist. Das Prüfungswasser ist biblisch. Dass der hohe Priester Maria und Josef dieses Wasser gibt, das ist nicht in der Bibel. Das ist aus dem Proto-Evangelium des Jakobus, das wir hier lesen. Vielschichtige religionsgeschichtliche Bezüge und eine hohe literarische Qualität hat ein eingeschobenes Gedicht, in dem Josef in der Ich-Form über eine Vision vom Stillstand der Natur vor der Geburt Jesu berichtet. Also mit anderen Worten, bevor Jesu geboren wurde, wahrscheinlich um den Zeitpunkt herum, als es passierte, ist die Natur stillgestanden. Ich kenne nur einen Moment in der Bibel, wo jemals davon berichtet wird, dass in der Natur irgendetwas stillsteht. Und das ist im Buch Joshua. Das ist das erste Buch, das wir lesen nach den fünf Büchern der Mose. Im Kapitel 10, Vers 12, wo Joshua im Krieg der Sonne befiehlt, stillzustehen und dem Mond befiehlt, stillzustehen. Das ist die einzige Stelle, wovon ich weiß in der Bibel, dass in der Natur irgendetwas stillsteht. Ja? Und hier steht halt, in diesem Gedicht schreibt Josef in der Ich-Form über eine Vision vom Stillstand der Natur vor der Geburt Jesu. Eine Hebamme übernimmt die Funktion, die biologische Jungfräulichkeit Marias zu bestätigen und singt ein an das Magnifikat erinnerndes Loblied. Die eingeschobene Erzählung von der ungläubigen Salome, die nach dem Vorbild des Apostels Thomas gestaltet ist, bekräftigt die Bewahrung der Jungfräulichkeit Marias auch während der Geburt Jesu. Nach der Schilderung des Besuchs der Magier und der Rettung Jesu, interessant ist, dass hier Magier steht und nicht der heiligen drei Könige, also nach der Schilderung des Besuchs der Magier und der Rettung Jesu vor dem Kindermord in Bethlehem, berichtet ein Anhang vom Tod des Hohepriesters Zacharias, der mit dem Vater Johannes des Täufers gleichgesetzt wird. Das hatte ich ja gerade eben gesagt. Zacharias ist der Ehemann von Elisabeth, der Cousine von Maria. Hat man ja weiter oben bereits gelesen. Interessant ist hier nur, dass hier tatsächlich die Magier steht. Wie wir ja bereits gesagt hatten, die heiligen drei Könige, die drei Weisen aus dem Osten, sind eigentlich Sorcerer, wie es im Englischen, glaube ich, drin steht, also Zauberer. Und dass das hier halt so vermeldet ist, ist in Ordnung. Und komischerweise vor der Rettung, vor dem Kindermord in Bethlehem, ja, also in dem Marienlexikon stand da ja drin, dass es diesen Kindermordbefehl überhaupt nicht gegeben hat. Oder dass das geschichtlich nicht verbrieft ist. Hier auf einmal steht das da auch wieder drin.
Also selbst in einem nicht biblischen, zwischen Anführungszeichen, Evangelium, ist dasselbe wieder vermeldet. Und das sind halt so Punkte, wo die Lehre der römisch-katholischen Kirche sich immer wieder widerspricht. Ich hoffe, dass euch das von euch selbst auffällt, dass ihr nicht überall den Finger drauflegen muss. Also ich finde da einen Punkt auch noch interessant. Das ja. ist, dass ja hier die Hebamme quasi in dem Proto-Evangelium ebenfalls bescheinigt, dass Maria auch während der Geburt weiterhin Jungfrau ist oder jungfräulich oder die Jungfräulichkeit halt bescheinigt. Mhm. Was wir, wie wir ja wissen, auf römisch-katholische Doktrinen, also da kennen wir das ja auch her. Ne? Also die ewige Jungfrau Maria und so weiter. Ne? Also da das scheint hier für mich auch durch. Dieses ja, nee, da muss ich eben mal dich ein wenig korrigieren im Verständnis, weil es ist ja tatsächlich so, dass Maria nicht nur vom Heiligen Geist geschwängert wurde mit Jesus Christus, sondern dass sie ja auch tatsächlich die Geburt als Jungfrau vollbracht hat, wie auch immer das passiert, aber da hat eben Gott seine Hände im Spiel, ja. sodass Josef, als er dann später seine Frau heiratete, was ist denn die Heirat? Was ist denn ein biblischer Vollzug einer Hochzeit? Was ist das? Geschlechtsverkehr. Ja. Zwei Menschen, die ein Fleisch werden. Und Josef hat Maria entjungfert. Sie wurde schwanger mit Jesus, ohne ihre Jungfernschaft verloren zu haben. Und sie hat Jesus auch geboren. Sie war Jungfrau nach der Geburt. Das ist, glaube so, okay. ich, selbst in der Bibel so festgehalten. Ja, ja, ja. Stimmt, also, stimmt. Ja. Das ist nicht das Problem. Nur das Problem ist, und das ist ein Punkt, den wir hier anholen müssen, es braucht keine, wie sagt man das, Hebamme oder was, um das festzustellen, weil es bereits in der Bibel so ordiniert war. Und wenn Gott das sagt, dann brauche ich keine Hebamme, um Gottes Wort zu bestätigen. Ja. Ja? Aber Maria war Jungfrau vor der Geburt Jesu, nach der Geburt Jesu und hat dann erst ihre Jungfernschaft eben verloren. Und das ist, was die römisch-katholische Kirche bestreitet. Hat eben ihre Jungfernschaft erst verloren durch mit ihrem Mann das Ehebett zu teilen, wie sich das gehört, und weitere Kinder in die Welt zu setzen, über die wir ja bereits eher gesprochen haben, dass er mindestens vier Brüder und mindestens drei Schwestern gehabt haben muss, aufgrund dessen, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ja? Dass also mindestens sieben Geschwister da waren. Und da sagt die römisch-katholische Kirche, ja, das werden Kinder gewesen sein von Josef, der ja schon alt war und der aus einer vorherigen Ehe, weil er Witwer war, Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Das ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche. In der Bibel steht da gar nichts drüber drin. Die Bibel ist ganz deutlich. Maria war Jungfrau vor der Geburt Jesu, sie war nach der Geburt Jesu Jungfrau, aber Jesus hatte noch Brüder und Schwestern und daraus geht ganz deutlich hervor, dass sie nicht eine ewige Jungfrau geblieben ist. Sie hat ja ein Eheleben mit ihrem Mann geführt. Josef war ihr Ehemann, er war zu dem Zeitpunkt vor der Geburt Jesu Christi, war er nicht ihr Ehemann, er war ihr Verlobter, es steht so in der Bibel, kann jeder nachschlagen, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja? Er war ihr Verlobter, aber nachdem Jesus geboren wurde, wurde die Ehe vollzogen. Mit anderen Worten, wurde auch der Geschlechtsverkehr vollzogen, sind die zwei eins geworden, ein Fleisch geworden und haben sie weitere Kinder in die Welt gesetzt. Ja? Aber ich brauche dazu Bestätigung der Jungfräulichkeit der Maria nach der Geburt Jesu Christi keine Hebamme, weil ich habe das Wort Gottes. Ja? Eine Fortsetzung des Marienlebens bis zum Tod Marias fehlt im Protoevangelium des Jakobus und wird von späterer apokrypher Literatur nachgeliefert. Also selbst in diesem Protoevangelium steht nichts darüber drin, wie sie weiter bis zum Tod gelebt hat, also nach der Kreuzigung Jesu. Da steht hier nichts drin. Da müssen wir dann wieder andere Schriften nehmen, die auch außerhalb der Bibel stehen. Also mit anderen Worten verlagert hier die römisch-katholische Kirche den Glauben vollkommen außerhalb der Bibel. Nicht wahr, Max? Ja. Ja. Rezeption, also Empfängnis dieses Evangeliums. Das Proto-Evangelium des Jakobus war überaus beliebt und wurde sehr schnell in zahlreiche Sprachen übersetzt, so ins Syrische, Georgische,
slawische, armenische und lateinische, aber auch ins koptische, arabische und äthiopische. Allein die 169 slawischen Fassungen des Textes machen das Interesse an ihm deutlich. In der Ostkirche wird es in der Liturgie vorgetragen. Im Westen wurde das Protoevangelium hingegen im Decretum Gelasianum als unecht verurteilt und den apokryphen Schriften zugerechnet. Dennoch ging vieles von dem Legendengut in das Pseudo-Matthäus-Evangelium und von dort in die Legenda Aurea ein und wurde auf diesem Wege zu einem festen Bestandteil abendländischer Bildung bis in die Neuzeit. Die Legenda Aurea, die hier steht, haben wir in dem Maria-Heiligen-Lexikon, wie ihr euch erinnert, auch schon besprochen, nicht wahr? Wenn ich mich erinnere, ich habe das hier sogar, glaube ich, irgendwo farblich angestrichen, mal sehen, ob ich da mal eben ganz kurz hinkomme. Da hatten wir auch schon drüber was erwähnt, ja. Ja, wir hatten es erwähnt, ich war ziemlich sicher. Ich habe diesen Text von dem Proto-Evangelium nicht weiter gelesen als ein paar Zeilen vorher. Von daher war das jetzt auch für mich neu. Ich hatte keine Zeit, das alles vorzubereiten. Legenden, hier irgendwo muss das dann noch drinstehen. Naja, ist ja im Grunde auch wurscht. Also wir hatten es gelesen, auch der Max bestätigt das hier. Dass wir davon hier, Legenda Aurea, hier steht es doch, siehst du, auf Seite 7 am Anfang. Ne? Ja. Ausführlich als lichterfest geschildert ist diese Szene in der Legenda Aurea, sie trägt daher auch die Bezeichnung Maria Lichtmess. So. Und hier sehen wir eben auch, dennoch ging vieles von dem Legendengut in das Pseudo-Matthäus-Evangelium und von dort in die Legenda Aurea ein und wurde auf diesem Weg zu einem festen Bestandteil abendländischer Bildung bis in die Neuzeit. Das Proto-Evangelium des Jakobus ist das früheste und mit Abstand wichtigste apokryphe Evangelium mit den größten Wirkungen auf Theologie und Kunst sowohl in der Ost- als auch in der Westkirche. Motive aus dem Jakobus-Evangelium finden sich dementsprechend häufig in der christlichen Ikonografie wieder, zum Beispiel in Da Vincis Maria in der Grotte. Auch die Darstellung des heiligen Josef als älterer Mann geht auf die Schilderung des Proto-Evangeliums des Jakobus zurück. Also wir haben dafür keine Bestätigung in der Bibel, sondern nur in dieser extra apokryphischen Schrift. In Kapitel 10, Vers 2 sagt Josef etwa von sich, Zitat, ich bin ein alter Mann und habe Söhne. Ende Zitat. Besonders einflussreich wurden die Berichte des Proto-Evangeliums für die Mariologie, insbesondere die Vorstellung von der immerwährenden Jungfräulichkeit Marias sowie generell die Hochschätzung der Jungfräulichkeit, zum Beispiel auch der Josefs-Ehe in der christlichen Frömmigkeit und Kunst. Was ist denn die Josefs-Ehe? Na, das ist die ideale Ehe der römisch-katholischen Kirche, wo nämlich die Frau nicht angerührt wird und jeder Sex macht sowieso nur schmutzig. Mit anderen Worten, die Frau bleibt Jungfrau während der ganzen Zeit der Ehe, weil Sex gibt es nicht. Das ist die ideale römisch-katholische Ehe, auch Josefs Ehe genannt. Nicht, weil Josef eine solche Ehe mit Maria führte, nein, aber weil das, wie wir hier gelesen haben, in der römisch-katholischen Kirche so gelehrt wird. Motive aus dem Jakobus-Evangelium finden sich, vermutlich vermittelt durch das arabische Kindheitsevangelium, in veränderter Form auch im Koran wieder. Aha, wir wissen ja, dass der Koran, also der Mohammedanismus oder der Islam, wie es heute genannt wird, eine sehr innige Beziehung zu dem römischen Katholizismus hat. Und auch hier finden wir also wieder bereits etwas, was in einem extra biblischen Buch, also in einem Proto-Evangelium des Jakobus steht, finden wir auch etwas wieder im Koran wieder. Von daher auch interessant, wenn wir das Buch über die Maria lesen, wie hier die Statue angebetet wird und das Kreuz, dass wir eben auch da sehen, es heißt ja Königin des Königin von Rom, Königin des Islam, Königin von allen. Ja? Von daher dürfte uns das nicht wundern, dass wir hier bestimmte Dinge auch wieder in veränderter Form wieder im Koran wiederfinden. Weil diese Verbindung der römisch-katholischen Kirche mit dem Islam muss ja irgendwo herkommen. Auch hier finden wir das. So werden insbesondere die Betonung der Jungfrauengeburt Isas in Sure 19, 20, 3,
19, Vers 20 und 3, Vers 47 gefolgt. Also Sure, die Sures, das ist wie ein Kapitel in der Bibel oder ein Buch in der Bibel. Ich glaube, wie ein Kapitel in der Bibel. Nee, wie ein Buch in der Bibel, muss man sich das vorstellen. Es soll ein Buch sein, ja. Es ist ein Buch in der Koran, ja. Ist ein Buch, ne? So wie in der Bibel 66 Bücher sind, hast du so und so viel Sures im Koran. Ja. Und dann die dann wieder auch verteilt in Kapitel und Verse wahrscheinlich. Und die Verteidigung der Jungfräulichkeit Mariams, ne, also das ist dann die islamische Bezeichnung von Maria, gegen verleumderische Beschuldigungen der Juden als unmittelbarer Reflex spätantiker christlicher Marienfrömmigkeit gedeutet, die sich ihrerseits aus dem Protoevangelium des Jakobus speiste. Während im Protoevangelium die Anfeindungen eines Schriftgelehrten schon vor der Geburt Jesu durch ein Gottesurteil erfolgreich abgewehrt werden, Kapitel 15, 16, ist es im Koran allerdings der Jesusknabe selbst, der unmittelbar nach seiner Geburt auf wundersame Weise zu sprechen beginnt, um seine Mutter gegen falsche Verdächtigungen zu verteidigen. Das ist wieder ein weiteres Märchen. Sure 19, 29 bis 33. Die Figur des Josef als Ehemann und Beschützer Marias fehlt im Koran vollständig. So. Und das bringt uns an das Ende der Lesung über das Protoevangelium des Jakobus. Wir haben wieder eine ganze Menge extra biblische Dinge beigelehrt, die aus irgendwelchen Büchern kommen, die selbst für die römisch-katholische Kirche nicht zu den Apokryphen gehören. Aber, oh, da steht dies und das Interessante drin, also das glauben wir dann doch mal, das lehren wir dann doch mal, das lehren wir dann doch mal unseren Menschen, die zu uns kommen, in der Kirche sitzen und eben unsere Lehren lernen wollen. So, jetzt muss man eben sehen, wo war ich denn überhaupt? Ach ja, auf Seite 15 war ich geblieben mit dem Buch heute. Verehrung. Es tut mir leid, wir haben eine Stunde erreicht und wir haben hier im Maria-Lexikon nicht viel gelesen. Wir haben die ganze Zeit durchgebracht mit dem Proto-Evangelium. Ich persönlich fand es absolut wichtig, das zu machen. Wir werden also nächstes Mal weiterhin auf Seite 15 hier fortfahren und über die Verehrung der Maria lernen oder sprechen. Nur ich fand es ganz wichtig, dass wir mal kurz in dieses Proto-Evangelium hineingehen und dass wir sehen, wo diese bereits ja früher teilweise besprochenen Legenden oder Geschichten über Maria ihren Ursprung haben. Nämlich in einer Schrift, von der Wikipedia sagt, dass diese Schrift eigentlich ein Vorevangelium ist, also mit anderen Worten, es sollte vor Matthäus im Neuen Testament als erstes Vorevangelium stehen. Ein Evangelium, das kein Evangelium ist, eine Schrift, die nicht in die Bibel hineingehört, die so voll mit Legenden und Zaubereien und Blödsinn ist, dass es einem bibelgläubigen Christen nur die Galle hochkommen kann. Aber ich möchte gerne meinem Bruder Max noch die Gelegenheit geben, abschließend ein paar Worte an die Zuschauer zu richten. Bitte schön. Ja, es ist ja, ich finde auch, wir haben eine ganze Menge gelernt. Wir haben zwar jetzt nur einen kleinen Absatz gelesen und sind dann tiefer in das Protoevangelium drauf eingegangen. Aber in dem kleinen Absatz ging es ja anfangs auch um die Marienfeste, die eingeführt wurden zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert. Und wir haben also gelernt, dass das aus dem Protoevangelium stammt, diese Marienfeste oder die Verehrung der Maria. Und für mich war das eine sehr erhellende Lesung heute, weil nicht nur im Protoevangelium Dinge auftauchen, die auch entsprechend in Sure, wurde ja sogar belegt, an welcher Stelle im Koran das auftaucht, die ebenfalls genauso auftauchen, sondern sie auch andere Schriften mit einbeziehen, wie zum Beispiel die Apokryphenschriften, die genau auf derselben Stelle stehen, und unter anderem auch die Legenda Aurea, was ja auch, wie wir in den vorherigen Lesungen auch schon gelernt haben, ein Volksbuch des Mittelalters war, was also, ich glaube, zwischen 1200, 1300 rum von den Menschen mehr gelesen wurde als die Bibel. Gut, im 13. Jahrhundert, ja, eine Periode von 10 oder 20 Jahren, die genau da vermeldet war. Ja, ja, genau. Und warum das natürlich mehr gelesen wurde von den Menschen als die Bibel, dürfte auch jedem klar sein, der deine Lesung verfolgt, weil eben ja die Bibel auch unter anderem verbotenes Buch war der römisch-katholischen Kirche. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass sich für mich schon wieder der Kreis schließt, wenn ich heute jetzt den Inhalt des Protoevangeliums ein bisschen kenne, sich der ähnliche Inhalt im Koran findet. Ja, also genau eigentlich die gleiche Stelle,
und wiederum das Gleiche fortgesetzt wird in den apokryphen Schriften. Also wessen Geisteskind sind denn dann solche Schriften, die sich auf die Bibel beziehen, aber sofort davon abweichen und Maria erhöhen, wo die Bibel eindeutig dieses eben nicht tut. Ja, mit keinem einzigen Wort wird Maria in irgendeine erhöhte Stellung gehoben in der Bibel selber. Das tun dann nur die vom Menschen erstellten und hinzugefügten Schriften aus späterer Zeit, wie wir heute im Grunde genommen gelernt haben. Darum geht es ja eigentlich. Und ich fand es als solches interessant, weil es auch auf den Koran hier eingegangen wurde. Das war für mich etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass wir heute das Proto-Evangelium uns heute genauer angeschaut haben. Und denke, das gibt doch ein schlüssiges Bild, wie gesagt, wessen Geisteskind diese Schriften dann eigentlich sind, die eben nicht biblisch sind. Ne? Ja, das hast du nochmal sehr schön zusammengefasst zum Ende. Und mir bleibt dann nur noch über, um den Leuten anzuraten, bis zur nächsten fünften Lesung, die wir morgen Abend starten werden, ihre Bibel zu lesen und sich darin zu informieren, was Gott uns zu sagen hat, nicht was irgendwelche Schriften außerhalb der Bibel uns sagen, nicht was irgendwelche Schriften der römisch-katholischen Kirche uns sagen, sondern was hat unser Schöpfergott uns zu sagen, was hat Jesus Christus uns zu sagen, was erzählt er uns über sich selber, was erzählt er über unseren Vater im Himmel, und das ist etwas, worin wir uns ständig und täglich unterrichten sollten. Und von daher bleibe ich nochmal den Aufruf wiederholen. Lest eure Bibel. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Es ist wie die Mittag, die Schäden zu verwahren, es ist mein Verzeihung.